Hallo, ihr Lieben. So, was ich die letzten Tage in meiner Praxis habe, ist Pferde mit unglaublich, was war das jetzt hier? Warte, warte, warte. Pferde mit unglaublich viel Problemen. Ich mache mal ein sattes Grün hier in dem Bereich der Rumpftragemuskulatur, was den Schulterbereich angeht. Dass hier so richtig tiefe Kuhlen sind und die Muskulatur hinter dem Schulterblatt atrophiert ist. Was macht das? Hier ist es jetzt nicht so bei dem Wallach. Das ist der Schmitti, ein Pferd von meiner Freundin, den ich hier mal so als Proband nehmen darf, um euch das zu zeigen. Also du hast immer so das Gefühl, die Brustwirbelsäule ist, als wenn die so ab, das malt hier nicht, als wenn die so ab. Also der ganze Brustkorb, als wenn er so abgesackt hier in dem Bereich festliegen würde. So, hast du die Rippen hier, einzelnen Rippen, wie auch immer. Aber dass die ganze Traglast so nach unten gesackt ist, das hat zur Folge, dass die Muskulatur, und zwar seht ihr hier oben, das ist der Serratusmuskel, das ist einer der Rumpfträger, und das ist die Pectoralismuskulatur, das seht ihr hier in dem Bereich. Hier unten habt ihr das nochmal schön aufgezeichnet, dass diese Muskeln nicht ausreichend gebildet sind. Wenn die nämlich ausreichend gestärkt und gebildet sind, was passiert denn dann? Dann, hier seht ihr den abgesackten Rumpf, den abgesackten Brustkorb hier in dieser Zeichnung. Ah, wartet, ich nehme eine andere Farbe, dann kann man es besser sehen. In Rot ist vielleicht jetzt auch doof, nehmen wir mal Blau. Blau ist ja immer schön hier. Hier habt ihr den, wo ist das Ding? Den abgesackten Brustkorb mit den Dornfortsätzen des Widerristes, die quasi wie abgetaucht sind hinter zwischen den Schulterblättern. Das sind die Schulterblätter hier. Das ist ein Schulterblatt und das ist ein Schulterblatt. Und das rot eingezeichnete ist die Muskulatur. Wenn das Pferd jetzt nicht ausreichend trainiert ist, dann seht ihr auch bei den Vorderbeinen so eine leichte V-Form. Na, jetzt malt es nicht wieder hier, so eine leichte V-Form. Und wenn ich die Pferde mir von vorne angucke, so wie hier zum Beispiel auf diesem Foto, man hat das Gefühl, dieser Bereich ist, als wenn die Pferde sich so zusammenziehen würden. Also wenn du dir die Pferde von vorne anguckst, dann hast du das Gefühl, die sind, als wenn die Schulterblätter, also wenn du als Mensch jetzt mal die Schulterblätter nach vorne hast, aber dich nicht wirklich aufmachen kannst, dich nicht wirklich aufrichten kannst. Und das führt dazu, dass die Pferde in der Bewegungsrichtung vorne gerne sehr eng die Füße voreinander oder nebeneinander stellen. Also du hast nicht die Planfußung, die gerade Fußung, sondern du hast eher die Fußung wie so ein V. Das macht natürlich wiederum ganz viel mit dem Rücken, mit dem Brustkorb, mit der Lendenwirbelsäule, weil ein abgesackter Brustkorb macht natürlich wieder Probleme im ISG und im Lendenwirbelbereich, Übergangsbereich, Brustwirbelsäule. Wenn ich jetzt das Pferd ausreichend trainiert habe, also die Vorhandmuskulatur ausreichend trainiert habe, hebt sich der gesamte Brustkorb an. Das ist hier dieses Foto. Das zweite, ihr seht, der Brustkorb ist mehr nach oben gehoben. Die Pectoralismuskulatur ist quasi angespannter, nicht verspannt, sondern gespannter. Der Serratus ist gespannt her. Das heißt, die sind aktiver in sich und heben somit den Rumpf in diese Richtung. Der Widerrist kommt oben raus, den sieht man dann ganz präsent. Und diese Beule hier, die verschwindet mit zunehmendem Training der Pferde. Du hast eine gleichmäßigere Fußung, also die stehen mehr nach außen und die laufen auch breiter. Also da kannst du meistens dann
Hufbreit auch zwischenstellen. Hier kannst du meistens keinen Huf mehr zwischenstellen. Das ist recht eng in der Bewegung und das ist ganz wichtig. Und das habe ich im Moment echt häufig. Ich habe im Moment so häufig Pferde, die so einen abgesenkten Brustkorb haben, was natürlich auch zur Folge hat, dass die Pferde in der Atmung Probleme bekommen, aber auch nachher letztendlich, was das Aufrichten, Last und Kraftaufnahme angeht. Weil wie willst du, wenn der Brustkorb nach da runter geht, hier Last und Kraft aufnehmen? Das funktioniert gar nicht. Das kannst du ja nur, wenn der Brustkorb nach oben kommt, dann hast du auch die Möglichkeit, Last und Kraft aufzunehmen. Ja, ich hoffe, ihr versteht das jetzt, wie ich das meine. Also ganz, ganz, ganz viele Pferde haben dort massive Probleme. Und ich kann es immer nur wieder sagen, Vorderhandwendung, Seitengänge, vorwärts, seitwärts, Konterstellung und. Es gibt unglaublich viele tolle Übungen, die man machen kann mit den Pferden, dass die halt frei werden von ihrer Schultermuskulatur und einfach auch aktiv in der Schulter. Das nächste kommt natürlich dann eben halt die nachfolgenden Muskeln, so wie der Schultermuskel zum Beispiel, die Schultermuskulatur, die das Strecken und Beugen des Buggelenkes zulassen, das Buggelenk ist hier. Und die sind meistens dann auch verspannt, weil der ganze Rumpf halt einfach fest da drin verankert ist und es letztendlich alle Muskeln nachzieht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal hier wieder einen ganz kleinen Einblick bringen in die Anatomie des Pferdes und wie wichtig das ist, dass ihr euch eure Pferde vernünftig anguckt und dass man wirklich einen guten Trainingsweg geht. Und nochmals, eine verspannte Muskulatur kannst du nicht auftrainieren, wenn der Trapezmuskel oder der Serratusmuskel atrophiert ist oder nicht schlecht gebildet ist. Dann braucht es einfach erstmal einen Fachmenschen, eine Fachfrau, einen Osteopathen, eine Osteopathin, einen Physiotherapeuten, der hier löst und guckt. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, guckt euch bitte die Sattellage an, wie der Sattel dort in dem Bereich liegt, ob der halt geschmeidig sich dem Pferderücken anschmiegt oder ob der hier auch nochmal störend einwirkt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, eure Pferde anzugucken, eure Pferde zu trainieren. Die Trainingsvarianten kommen auch irgendwann nochmal. Aber jetzt erstmal zu dem Bereich der Anatomie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen.